Maren, du bist CEO von Association of Learning Technologies, über 3.500 Mitglieder, stolze Zahl. Und ihr macht sehr viele Sachen, die die Unterstützung des Lernens und Lehrens dann auch angeht, in mehreren Bereichen der Bildung. Was macht dir denn so wirklich Spaß bei diesem Job, Maren? Ah, gute Frage. Na, die ALT, so wie wir das kurz nennen, gibt es schon fast seit 30 Jahren, wurde 1993 gegründet und ich arbeite dort seit 2008 und bin seit 2012 Geschäftsführer. Und ich glaube, eines, was mir dabei am meisten Spaß macht bei meiner Rolle, ist, dass es so wechselreich ist. Wir machen ganz viele verschiedene Dinge. Wir organisieren Konferenzen, ganz ähnlich wie diese hier, hauptsächlich in der UK, aber auch manchmal in Irland. Wir arbeiten viel in Partnerschaft in Europa, auch in Amerika, Kanada und Südostasien. Und ich freue mich immer, so die Vielfalt von Praxis und Forschungsarbeit zu sehen, was in meiner Rolle eigentlich ein super Privileg ist. Und ja, ich kann solche Sachen wie heute machen. Ja, das ist schön. Du hast gesagt, dass du seit 2008 schon dabei bist und ja, wir feiern hier ja 10 Jahre OER Camp. Was meinst du, wie hat es sich in den letzten Jahren so verändert oder wie hat sich unsere Beziehung zu Open Education generell geändert? Wie erlebst du das in deinem Job? Ich glaube, es hat sich auf der einen Seite sehr viel verändert und auf der anderen Seite nicht so viel. Und ich glaube, also was wir gesehen haben, so in unseren Gemeinschaften und so Arbeitsgruppen, ist, dass 2020 war ein sehr starkes Jahr mit viel Zusammenarbeit. Viele Educators, die jetzt also in dem Bereich arbeiten, haben sich sehr angestrengt, anderen zu helfen, OERs zu teilen, neue Sachen zu machen. Und wir haben auch gesehen, dass natürlich dadurch, dass viele Leute von zu Hause lehren und lernen mussten, dass dadurch eine ganz andere so Dynamik entstand. Viel mehr Leute waren plötzlich daran interessiert, OERs zu benutzen und darüber mehr zu lernen. Und das hat, also das glaube ich, hat einen riesen Unterschied gemacht. Vor allem jetzt hier zum Beispiel in der UK haben wir wirklich gesehen, wie viele Leute plötzlich daran interessiert waren. Aber auf der anderen Seite hat diese ganze extra Anstrengung, die jeder machen musste, um einfach weiter zu lehren, zu lernen, zu arbeiten, Kinder zu erziehen und so weiter, hat dazu geführt, dass irgendwie weniger neue Innovation, neue Forschungsarbeit gemacht wurde. Und manche Gruppen von Forschungsarbeitern zum Beispiel wurden von der Epidemie einfach viel mehr beeinträchtigt als andere. So in, zum Beispiel in unserer OER-Konferenz, die wir jedes Jahr leiten, haben wir zum Beispiel gesehen, dass manche Forschungsarbeitsgruppen, zum Beispiel Frauen, wurden davon mehr beeinträchtigt, weil sie einfach mehr zu Hause bleiben mussten und Familie und Kinder sich kümmern. Und das hat, glaube ich, hervorgebracht, dass wir jetzt viel mehr so darüber nachdenken, wie wer beeinträchtigt wird und bei was, ne? Und wie können wir die Arbeit um OER rum so gestalten, dass mehr Leute daran teilnehmen können auf einer gleichen Basis, dass da nicht so große Unterschiede oder Nachteile für bestimmte Gruppen sind. Ja, einer von den Gästen, die wir heute schon hatten, hat von Fairness gesprochen, hat von inklusive Möglichkeit für allen, dass wir Leute nicht ausschließen. Glaubst du, dass es in der Pandemiezeit und in der Krise so war, dass wir uns auch jetzt da ein Beispiel nehmen können, auch für Zeiten, wo es keine Krisen gibt?
Ich denke auf jeden Fall, da gibt es viel, was wir gelernt haben, was plötzlich möglich war. So manche Dinge, von denen wir dachten, ach, da muss man sich unbedingt treffen, da muss man unbedingt in Flugzeug steigen oder in die Bahn steigen, waren plötzlich doch möglich, ohne dass man viel reisen musste. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, haben viele von uns auch gemerkt, was wir dadurch verlieren. Und ich hoffe sehr, dass dieses 10. Jahr von OER Camp ein gutes Beispiel davon ist, was man nicht unbedingt nur mit Technologie, sondern auch in Person irgendwie auf die Beine stellen kann. Denn ich denke, da ist doch eine Art von Zusammenarbeit und einfach auch Gemeinsamkeit, die man nicht so gut über Technologie erreichen kann. Zumindest, außer man ist vielleicht Jim Grimm, dann wäre das vielleicht doch möglich. Tatsächlich. Manche können das tatsächlich besser als andere. Aber wenn wir genau in diesem Kontext uns nicht nur die Ressourcen anschauen, aber die Praxis, Open Practice, hat sich da auch was verändert? Und in welche Richtung geht das denn tatsächlich? Eine der interessanten Gruppen, mit denen ich zusammenarbeite, ist GOGN, also G-O-G-N, das globale Netzwerk für OER-Forscher, die jetzt ihren Doktor machen. Und das ist sehr interessant, weil oft, da man die ersten so Anzeichen sieht, wie sich Sachen verändern, was so neue Richtungen gibt. Und jeder, der damit jetzt noch nicht so bekannt ist, würde ich wirklich vorschlagen, die Webseite angucken und da mal reintauchen. Da gibt es ganz viele so Berichte und auch Forschungsarbeiten und Beispiele, die man da sehen kann. Und ganz viele Pinguine, die dort das Lesen ein bisschen erleichtern. Aber ich denke, wir haben ein paar verschiedene Richtungen gesehen. Zum Ersten haben wir gesehen, dass anstatt einfach nur zu sagen, oh ja, ist gut, benutzt mehr OER, also so eine Art Advocacy, was vor 10 Jahren vielleicht noch sehr stark war, sehen wir jetzt auch den nächsten Schritt sozusagen oder die nächste Phase. So, wie macht man das systematisch in einer großen Art und Weise? Was passiert, wenn nicht nur eine Lehrkraft oder ein Schüler das benutzen will, sondern alle? Wie kann man das für eine ganze Universität oder eine ganze Schule machbar machen, sodass es dann auch lang auf lange Zeit hin funktioniert? Und ich glaube, das hatten wir vor 10 Jahren noch nicht so viel. Da war es eher so, hey, wir machen das für einen Kurs oder für ein Programm oder für einen Fachbereich. Außerdem glaube ich, was wir gerade schon angesprochen haben, so diese Fairness und Inklusivität, ich glaube, da gibt es viel mehr jetzt, als es vor 10 Jahren gab. Und es ist ein viel größerer Punkt. Wer kann hier teilnehmen? Wer kann hier was beisteuern? Was können wir tun, damit mehr Leute was beisteuern können? Und wir arbeiten zusammen auch mit Creative Commons oder mit OE Global und ich glaube, oder Wikimedia, Organisationen, die wirklich so den globale Perspektive haben und es auch verfolgen, wie man verschiedenen Ländern zum Beispiel ermöglichen kann, da mehr beizutragen. Und ich glaube, das bereichert unser Gebiet sehr, aber ist auch relativ schwierig, wenn man zum Beispiel über verschiedene Sprachen hinweg was zusammenarbeiten will. Und ich weiß, dass zum Beispiel die Aperio Foundation arbeitet viel in Frankreich, wo OER Adoption also viel weitschreitender ist als jetzt hier in England oder in Wales. Aber da hat man eine riesen Sprachbarriere, wenn man nicht Französisch spricht. Und ja, das ist so, ich glaube, ein Zeichen, dass wir weiter Fortschritte machen. Aber es gibt immer viel mehr noch zu tun. Ja, es gibt tatsächlich viel mehr zu tun. Aber heute Morgen hat man auch von Motivation gesprochen, von Freude daran. Und ich hoffe sehr, auch dass man beim Thema Open Praxis auch diese Freude findet, trotz den Challenges und den Herausforderungen. Wir haben über das Lernen, die Lehre gesprochen. Aber im Titel war es ja schon angedeutet, from open learning to open working. Mhm. Was kann man sich tatsächlich darunter vorstellen? Gute Frage.
Es kommt darauf zurück, glaube ich, was ich an meiner Arbeit am liebsten mag. Denn was ich sehr interessant finde, ist, wie man die Prinzipien von Open Practice im Lehren oder im Lernen auf Arbeitswesen also umsetzen kann. Und eine sehr interessante Sache ist mal, sich vorzustellen, was man für Technologien benutzt, was so digitales Arbeiten oder der virtuelle Arbeitsplatz so beschränkt. Haben wir da Möglichkeiten, offener zu sein? Gibt es da Möglichkeiten, diese Prinzipien anzuwenden, sodass wir mehr voneinander lernen können, während wir arbeiten? Aber so zum Beispiel, wie ich jetzt für eine wohltätige Organisation arbeite, wir machen ganz viele Projekte, wo wir dann eine CC BY-License drauf tun hinterher, sodass andere kleine Organisationen wie wir haben 6 Angestellte, das ist also eine sehr kleine Organisation. Und es gibt voll viele andere kleine Organisationen und auch größere, die davon dann was nehmen können oder lernen können. Und ich glaube, im Arbeitswesen ist es eine sehr neue Idee. Ne, da geht es eher so um Konkurrenz. Da geht es eher darum, nicht zu viel zu teilen. Ne? Also da ist es eher so, ein neues Konzept. Aber da bin ich sehr interessiert dran. Und ich denke jetzt vor allem durch die letzten paar Jahre, wo wir alle sehr ähnliche Probleme hatten mit Zuhausearbeiten. Und ich meine, ich, wie ihr sehen könnt, ich arbeite sowieso von zu Hause aus, schon seit über 5 Jahren. Aber für viele Leute war das neu. Und dadurch, glaube ich, gab es eine große Möglichkeit, miteinander hier das zu teilen. Wie macht man das? Was macht man am besten? Und da gibt es also ein neuer Arbeitsbereich, neuer Forschungsbereich, würde ich mal sagen. Ein neuer Forschungsbereich, der eigentlich kontraintuitiv ist. Man würde denken, ja, warum dazu teilen, warum dazu mehr sagen, wenn es jetzt eigentlich eine Nische sein könnte. Aber du siehst es anders und hast auch dazu was geschrieben, basierend auf deiner Erfahrung. Ja, meine Organisation, wir arbeiten in Open Education schon seit vielen Jahren und es ist eine der so Hauptziele unserer Organisation, das hier in der UK weiterhin also zu verfolgen und auch die Advocacy dafür zu machen, vor allem was so Regierungswesen hier angeht. Unsere Regierung ist nicht so OER aufgeschlossen. Die haben da immer noch viel zu lernen. Aber als Organisation haben wir das immer schon adoptiert und versuchen auch, das so in Praxis umzusetzen. Und wir haben Blogs geschrieben und jeden Monat verschiedene Erfahrungen, die wir hatten, geteilt. Und über die letzten 5 Jahre haben sich da viele Blogposts angesammelt. Und das habe ich jetzt über das letzte Jahr hinweg in ein Buch zusammengefasst. Und das Buch heißt Leading Virtual Teams. Und es geht vor allem darum, wie man im virtuellen Arbeitsplatz vorankommt. Und ist ein Open Access Buch, also umsonst erhältlich und kommt am 10. November raus. Und ist, glaube ich, ein super Beispiel, wie man als Organisation selber so das Geschäftswissen teilen kann und mit anderen darüber sprechen kann. Und wir haben viel von anderen Organisationen gelernt. Und jetzt hoffen wir, dass das hilfreich ist für andere Organisationen und Leute, die jetzt im Erziehungswesen zum Beispiel oder im Lehrwesen arbeiten, dass das für die auch Anregung ist. Das hoffe ich auch sehr. Wir feiern ja, wie ich schon gesagt habe, hier 10 Jahre OER Camp. Angenommen, wir treffen uns wieder in 10 Jahren und sprechen von dem heutigen Tag. Aber da würden wir auch von anderen Sachen sprechen. Für dich, Maren, wie sieht die Zukunft aus, wenn es um Openness geht? Wir haben Open Learning, Open Resources und Open Working. Meinst du, es entwickelt sich doch in eine Richtung, wo wir endlich mal damit zufrieden sind, Sachen zu teilen, damit wir alle vielleicht was davon haben und ein bisschen besser werden? Gute Frage.
Also ich denke schon, auf jeden Fall. Und wenn wir in die Industrie als Beispiel gucken, zum Beispiel die Tech-Industrie vor allem, da ist Zusammenarbeiten und Open-Source-Code die normale Basis. Ne? Selbst wenn man jetzt sehr kommerziell vorgeht, wie zum Beispiel Google oder Microsoft oder viele der Ad-Tech so Technologien, mit denen wir jeden Tag umgehen. Open Source Code ist trotzdem die Basis, ne? Und da ist viel, was zusammenarbeitet. Das könnte alles vielleicht besser sein, aber es ist doch ein Prinzip. Und ich denke, das muss man einfach umsetzen und weiter verfolgen. Um deine Frage zu beantworten, von mir so, was mein offenes Arbeiten angeht, hoffe ich sehr, dass mehr Personen vor allem in Management oder Leitungspositionen mal überlegen, wie sie offener sein können über ihre Arbeitsweise. Es, glaube ich, gibt es viele notwendige Gründe, warum das positiv wäre. Und ist auch sehr wichtig, mal zu überlegen, wer dadurch vielleicht in Leitungspositionen oder Managementpositionen aufsteigen könnte und wie das im Generellen sehr positiv sich auswirken könnte auf alle Organisationen. Und vielleicht hört sich das recht naiv an oder vielleicht ein bisschen zu hoffnungsvoll. Aber ich denke, die letzten paar Jahre haben uns einfach vor Augen gehalten, was passiert, wenn wirklich mal eine Krise ist und dass man da zusammenarbeiten muss. Also hoffe ich schon, dass wir darauf aufbauen können. Was OER in der UK angeht, hoffe ich sehr, dass wir Fortschritte machen. Und eines unserer größten Ziele ist, dass alle öffentlich geförderten Lehrmaterialien eine offene Lizenz bekommen. Hier ist es nicht normal, dass so Lehrmaterialien, die also von öffentlichen Geldern bezahlt werden, auch öffentlich also eine öffentliche Lizenz haben. Und es ist, glaube ich, eine sehr wichtige Voraussetzung davon, das weiterhin zu benutzen und auch mehr zu benutzen. Und das ist für uns sehr wichtig. Und wir arbeiten da sehr hart daran. Und wir hoffen auch, dass mehr Universitäten vor allem auch anfangen, mehr im Offenen zu arbeiten, also mehr OER zu produzieren, aber vor allem mehr benutzen. Wir haben hier so, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, aber hier auf jeden Fall gibt es so ein Prinzip, so wenn wir das nicht erfunden haben, dann denken wir nicht, das ist so besonders gut. Und wir benutzen nur, was wir erfinden, ne? für unsere Studenten in unserer Universität, die ganz anders ist als alle Universitäten, denn wir sind ganz besonders. Und genau, Not Invented Here Syndrome, genau. Und also ich hoffe sehr, dass wir das bald mal pensionieren, dieses Denken. Denn es macht einfach gar keinen Sinn. Und je mehr die wirtschaftliche Krise die Krisen in generellen uns zusetzen, desto mehr macht es Sinn, gegenseitig was zu teilen und zu remixen und zu adopten. Aber das ist einfach nicht der Fall hier momentan, zumindest nicht auf so einer Größenordnung, wie wir uns das vorstellen. Ne? Das würde einen Riesenunterschied machen. Und wir wollen auch versuchen, Offenheit mehr in anderen Teilen des Erziehungswesens zu sehen. Für Schulen und was man hier also Post-16 Education nennt, also zum Beispiel Colleges und ja, so zwischen 16 und 19, diese Art von Weiterbildung, das wollen wir unbedingt sehen. Da ist momentan sehr wenig Aufgriff von solchen Praxisen. Aber wenn man sich so überlegt, so Europa oder selbst die globale Perspektive, denke ich, dass das größte Problem, das wir haben, ist so die Gleichberechtigung und die Fairness, Inklusivität. Wir haben so viele verschiedene Stufen von das möglich zu machen, von Leuten, die jetzt wirklich ganz im Voraus sind und an so der
der steilen Kurve der Innovation zu Leuten, die das noch gar nicht entdeckt haben. Und ich gebe fast jeden Monat zumindest einen Talk irgendwo, wo Leute davon noch nie gehört haben. Ne? Oh ja, was ist das denn? Ja. Und ich hoffe sehr, dass ich in 10 Jahren keine Talks mehr gebe, wo oh ja, was ist das denn vorkommt. Ich hoffe sehr, dass wir als Gemeinschaft und globale Gemeinschaft damit Fortschritte machen, diese Konzepte und diese Praxis weiterhin jeden beizubringen und damit das auch so Wissenteilung, nee, Knowledge Sharing auf Englisch, ich weiß nicht, wie das deutsche Wort da heißt, dass das so ein bisschen Fortschritte macht. Ja. Und ich glaube, in 10 Jahren wollen wir einfach mehr so globale Zusammenarbeit sehen. Das wäre, glaube ich, schon sehr wichtig. Das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Botschaft.